Boah, das Kapitel eben war schon heftig. Das ganze Spiel ist echt atmosphärisch so mega geil. Natürlich auch unheimlich anstrengend, aber boah, geil. Ich komme. Okay, erkunde die Kirche. Vielleicht kommen wir da raus. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Okay, dann hoffe ich ja, dass wir zu ihm da hinkommen. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Stoff. Okay. Schwefel. Okay, ja, das ist ja, weil wir durch unseren Inventar, oder besser gesagt, wenn wir I drücken, können wir ja was herstellen. Also müssen wir erstmal die ganzen Zutaten sammeln. Oh, ich hoffe, dass der Pfarrer hier normal ist. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Na, was haben wir hier noch? Hier ist nichts. Okay. Der Kräutergarten hier. Blumen, die sind wunderschön. Ach ja, es hieß ja vorhin, der Kleine mag Blumen. Dann pflücken wir die doch mal. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Oh, der Kleine ist echt lieb. So. Ganz Zutaten sammeln. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Okay. Drücken wir mal I und gucken, ob wir schon irgendwas zusammenbauen können. Fehlt uns noch was? Tasche. Ausrüstung. Nicht genug Material, okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen sammeln, aber wir gucken jetzt erstmal, was der Fahrer macht. Pater. Am Pater ist das, okay? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drum. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort. Unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber... Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten.
Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Na, das würde ja schon reichen, dass er uns hilft, dass wir da hinkommen. Ja, der scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Okay, wir müssen ja hier im Lichtschein bleiben. Bruder Morell? Wartet hier. Bruder Morell! Oh, oh, ich ahne nichts Gutes. Bruder! Oh nein, er hat seine Kopfschmerzen. Stimmt das nicht? Pater! Oh! Ah, scheiße, die ganzen Ratten. Nein! Schnell! Das Licht! Vater, nein! Das Licht! Ah, übel. Ah, deswegen hat er auch gesagt, Lichtschein. Alter, wie viel sind das denn? Das Licht! Sie haben Angst vor dem Licht! Das ist ein Albtraum! Sie müssen hier raus, Amicia! Ich weiß, los weiter! Das ist ein Mönch, der andere Bruder. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Oh oh. Alter, oh, die sind aber streng hier in dem Game. Das ist ja heftig. Ich hab gedacht, die verzeihen einen erstmal so ein bisschen, aber ein kleiner Schritt zu viel, gleich tot. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Komm, ich helfe dir. Na gut. Können wir die nehmen? Nee. Ich verstehe nicht, warum es so viel Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut.
Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Heftig, heftig. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Los, kletter hoch! Okay, jetzt. Wir brauchen einen Ast. Nee. Da oben, Amicia! Die sollte ich runterholen können. Sie haben sie alle gefressen! Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar! Ich weiß. Komm weiter. Okay, haben wir noch eine andere Möglichkeit hier? Nee, ne? Ne, die ist zu. Okay. Komm, hoch mit dir. Ja. Ich hoffe, dass Ratten keine Leitern klettern können. Oh, erst läuft man vor den Bewohnern weg und dann vor den Ratten. Folge mir. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Okay, hier sind ja Gott sei Dank Fackeln. Hier kann uns jetzt nichts mehr passieren. Ah, hier ist nochmal eine Bank. Hm. Nochmal zurück. Zum Aufwerten. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay, super. Ja, mehr können wir auch gar nicht aufwerten. Aber immerhin, null. Tasche ist auf jeden Fall jetzt besser. So. Keine Ratten. Nein, das Licht! Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Hm. Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. So, komm, Kleiner. Da, die drei Heiligen. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Okay, sind überall Ratten, aber hier ist ja Licht. So, sehr schön. Einsammeln. Tja, müssen wir überlegen, was wir jetzt machen. Gehen wir erstmal am Tisch. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. War gut, dass die Ratten nicht klettern können. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. So. Wie
Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Jo, los, komm. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Ja, los, komm, komm, komm. Wir brauchen die Fackel. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Übel, übel. Sino, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie gar nicht schlecht. Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Okay. Dann wollen wir mal... Ja, Drecksviecher, ey. Wo ist er denn? Ah. Hugo, ich muss ihn da runterholen. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ah, übel. Ja, dann müssen wir nochmal schauen, wie wir da weiterkommen. So, schnell nehmen. Anzünden. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ah, scheiße. Ja, da muss es eine andere Lösung geben, auf jeden Fall. Aber welchen? Ah, okay. Ich sehe. Nee, das funktioniert auch nicht. Okay. Dann habe ich jetzt eine Idee. Ja. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten.
So, dann schnappen wir uns hier mal einen Ast. Zünden den mal an. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Können wir hier nach oben? Ne. Das haut auch nicht hin. Super. Ich bin zum Licht gerannt. Haben Sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da unten sind... Ich mache dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Okay, super. Das ist ja ganz schon mal... Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. So, wir holen jetzt nochmal einen Stock. Halt. Ne, wir brauchen noch was anderes. Und zwar... Den hier erstmal... runterwerfen. Genau, und jetzt brauchen wir nochmal einen Ast. Und mit dem angezündeten Ast... zünden wir die Fackel an. Die Lampe. Ah, super. Perfekt, danke. Okay, super. Jetzt holen wir uns nochmal einen anderen. Und dann zünden wir da hinten nochmal den anderen an. Ich hoffe, wir schaffen das in der Geschwindigkeit. Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffen wir noch. Ja, super. Oh, das war ja ein Krampf. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Ah, da hinten können wir durch, ne? Genau. So, jetzt nehmen wir uns nochmal einen Stock. So. Ja, und geht's denn jetzt nicht? Geht's hier denn da jetzt nicht durch? Verstehe ich jetzt aber nicht. Gucken, ob wir denn so durchkommen. Ah, so geht das, alles klar. So, angezündet. Und dann gehen wir mal zum anderen Ende.
bisschen was eingesammelt. Boah, diese Ratten sind aber überall, ey. Die Krypta! Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Zurück. Ist hier noch irgendwas? Ne, da fehlt uns noch Material. Ich werde dir helfen. Ja. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie Wurzeln oder so. Ah, Skelette und so ein Scheiß. Und Blut und... Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Ja, die sind ja die ganze Zeit schon wütend. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft. Oh, ist ja. Im Hals. Übel, übel, übel. So, jetzt haben wir... Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich zurück. Und müssen uns hier nochmal ein paar Stöcker holen. Jawohl. Ja. Ja. Oh nein, ey. Oh, alter Schwede, wir haben es geschafft. Ey, diese Ratten, die waren ja so übel. Geschafft. Mann, 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 Mann. Geschafft. Amicia, ich will zu Mama. Oh, der Arme. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Oh, der Kleine kann ja echt leid tun.